Na also, da war der Wochenstart doch gar nicht so übel, wenn auch noch nicht wirklich überzeugend, aber der DAX immerhin mal ein Plus. Die amerikanischen Indizes wissen noch nicht ganz genau, in welche Richtung das gehen soll. Der Dow Jones, soweit ich das eben gesehen habe, leicht grün, der S&P leicht rot, aber das wird sich wohl heute Nachmittag entscheiden, in welche Richtung das endgültig geht. Aber richtig überzeugend ist das tatsächlich noch nicht. Und da bin ich an der Analogie, Sie sehen es, ich bin am Bahnhof, ich reise in Deutschland. Es ist zwar jetzt nicht so super weit, aber ich bin auf eine Nebenstrecke ausgewichen. Manchmal muss man das, weil der ICE einfach zu langsam schon angekündigt war wegen irgendwelcher technischen Probleme. Da habe ich gesagt, naja, ob ich da meine Anschlüsse alle kriege. Und das ist vielleicht eine tolle Analogie zur Börse aktuell, denn der DAX, ich weiß es nicht, ich finde ihn nicht so wirklich sexy aktuell. Aber es gibt andere Titel, Ausweichtitel, auf die man zurückgreifen kann, die vielleicht viel schneller unterwegs sind als das, was man vermeintlich so gerne im Blick hat. Dazu gehört unter anderem das Rohöl. Wir haben mehrmals darüber gesprochen. Wir hatten in der letzten Woche einen richtig tropfenden Rücksetzer. Der ist ja nun schon Geschichte. Jetzt geht der Markt nach oben. Aber wer da genau hinguckt, der sieht, dass diese Aufwärtsbewegung eben alles andere als stabil, als dynamisch ist, sondern sie geht wackelig hoch. Sie können nur im Trendkanal einzeichnen. Gucken Sie mal drauf. Es wird Ihnen sofort auffallen. Hey, das sieht nach oben, nicht nach dem Burner aus. Aber wenn es nach oben nicht so toll aussieht, dann haben wir die besten Chancen nach unten. Dort kann man sich durchaus triggern lassen, wenn der Markt in diese Richtung dann entsprechend geht. Ebenfalls nicht so schlecht ist Euro gegen US-Dollar im Moment sehr tapfer, ebenfalls schubmäßig unterwegs nach unten. Ich sag mal, da würde ich mich fast festlegen, da geht noch mehr. Und für mich wie immer an der Stelle, wenn der Markt mal eine korrektive Gegenbewegung macht, da mal mit aufzuspringen. Nachrichtenseitig heute. Klassischerweise montags ja nie wirklich viel unterwegs, also von der Seite dürfte nicht allzu viel kommen. Trotz alledem, wir werden gucken müssen, wie sich die Marktteilnehmer in die Indizes jetzt am Wochenanfang dann wieder reintrauen, ob sie nach den Gewinnmitnahmen, die wir zuletzt gesehen haben, jetzt weiter wieder nach oben gehen oder wir werden es sehen. Lassen wir uns da überraschen, aber wie gesagt, ich denke, Rohöl beispielsweise, der Euro auf der anderen Seite sehr, sehr schön. Das geht mit anderen Währungen natürlich genauso. Gucken Sie mal drauf, da finden Sie mit Sicherheit was. So, bevor ich jetzt meinen Zug verpasse, der mir davon fährt, steige ich jetzt hier ein, in der Hoffnung, dass er mich dahin trägt, wo ich ihn hinfahren sehe. So ähnlich wie an den Märkten, da wissen wir es auch nicht. 100% sind wir mal guten Mutes, dass das einigermaßen klappt. Wir sehen uns an den Märkten, wenn Sie wollen, morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.